Hallo und herzlich willkommen zum 20. YouTube-Bundesliga-Spieltag aus der German Suplex Arena. Heute sehen wir die Partie German Suplex FC gegen Eintracht Tallulich. German Suplex FC muss schauen, dass sie nochmal ein paar Siege holen. Aktuell stehen sie auf Platz 9 und kämpfen noch gegen den Abstieg in die zweite Liga, währenddessen Eintracht Tallulich Platz 2 mit allen Mitteln versucht zu verteidigen. Sie haben sich mittlerweile damit abgefunden, dass die Gelbzocker Kickers die Meisterschaft gewonnen haben und das ganz glasklar. Aber die Eintrachter können hier immer noch Vizemeister werden und das ist besser, als jetzt in den letzten Spielen noch einmal runter zu rutschen. Die Fans machen eine super gute Stimmung hier, sind schon gespannt. Die Spieler sind bereit, hier 90 Minuten Fußball zu spielen. Und ich bin es genauso. German Suplex FC spielt im 4-4-2 heute mit Adelstein im Tor und unter anderem auf dem Platz dabei Larser, Dewald, Hagemeister, Ibrahim und Halilay. Die Eintrachter spielen im 4-5-1 mit Ramanauskas im Tor unten vorne. Unter anderem dabei ist auf dem Platz Reinhard, Abora, Goncalves, De Lima und Deb Chala. Es regnet und das ist nicht gerade die beste Bedingung für ein Fußballspiel. Aber die Spieler, die kennen sich mit Regelspielen aus. Und deswegen sollte das hier keine Probleme bereiten, auch wenn der Ball schnell anfangen sollte zu rutschen und halt eben das ein oder andere Mal wegzufliegen. Und wir dürfen gespannt sein, wer sich hier durchsetzen kann. German Suplex FC, oh mein Gott, da geht direkt einer zu Boden. Da geht direkt mal einer zu Boden und das hat den Fans natürlich jetzt nicht gefallen. Aber kein Elfmeter, kein gar nichts hier. Keine Sorge, alles hier ganz gut geregelt. De Lima am Ball. Die Eintrachter wollen direkt einmal nach vorne und De Lima ausnahmsweise mal jetzt hier über rechts außen. Sonst ist er ja eigentlich immer links außen zur Stelle. Aber ich glaube, das variiert bei dem Jungen. Hagemeister jetzt am Ball, nachdem die Chance hier nicht funktioniert hatte von den Eintrachtern. Ibrahim. Hält zu Ibrahim, Dewald, und da war der Ball weg. Reinhard hat den Ball jetzt. Goncalves. Goncalves gegen Ibrahim und Ibrahim sichert sich den Ball. Larser, aber da war Goncalves und das war ein Foul. Das könnte eine Karte geben und ja, es gibt die Karte gegen Larser. Das war schon zu erwarten, so wie das aussah. Und da sehen wir es nochmal. Larser gegen Goncalves und da hat Larser ja noch nicht mal den Ball berührt. Von daher gelbe Karte zu Recht hier in der 9. Minute für Larser. Und jetzt die Eintrachter, die natürlich versuchen aus dem Freistoß etwas herauszuholen. Oh, 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 riskante Aktion. Gut, dass der Schiedsrichter das laufen lässt. Und Perdella! Da sehen wir uns das Ganze nochmal an. Da die Aktion ging ein Eintrachter zu Boden, aber der Schiedsrichter hat das nicht gesehen. Ansonsten hätte es eventuell hier ziemlich viel Gemecker gegeben. Und das war der verunglückte Padilla hier mit seinem Schuss. Aber nach 10 Minuten ist ja hier sowieso noch gar nichts entschieden. Aber bisher kommen die Eintrachter hier besser in das Spiel rein nach gleich 12 Minuten. Die zeigen hier natürlich sofort, auf welcher Ebene sie sich befinden, auf welchem Niveau sie spielen. Und German Suplex FC, ja, die hängen noch so ein klein wenig hinterher. Und da sehen wir die nächste Möglichkeit hier von den Eintrachtern. Aber das funktionierte nicht so ganz. Und sobald ich richtig gesehen habe, war zuletzt einer von German Suplex FC an dem Ball. Ne, doch nicht. Okay. Dann habe ich mich da sowieso vertan. Nee, doch, war doch richtig. Jemand von German Suplex FC war an dem Ball. Nee, Quatsch. Ach, sorry.
Ich komme heute irgendwie ein bisschen durcheinander. Eintritt teil und ich spiele aber zuletzt ran. Seit jetzt haben wir es. Nicht verloren lassen durch mich. Jeremy hat jetzt den Ball. Erster Versuch klappt nicht, also versucht es mal jemand anderes. Und das war eine schöne Möglichkeit. Also sorry für die kleine Verwirrung jetzt gerade. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht genauso verwirrt, wie ich es gerade eben war. Das war eine schöne Möglichkeit gerade hier, wie man sieht. Aber das hat nicht so ganz gereicht für Held. Und Ausgast zu Reinhard Abora. Labi. Goncalves. Labi. Und es gab einen Pfiff. Ich kann mir denken, das war abseits. Ja. Das war aber wirklich deutlich im Abseits. Gut, dass er da gepfiffen hat. Alles wirklich in besser Ordnung. Man hört das Fangesinge. Den Fangesang. Und das ist immer super toll, wenn man im Stadion ist. Oder generell auch hier halt eben über Let's Brash TV. Die ganzen tollen Partien schaut. Man hört immer diesen Fangesang. Oh, das ist immer das Tolle an der ganzen Sache. Im Stadion ist immer super Stimmung. Die Spieler werden immer angefeuert. Und ja, die Fans haben einfach Spaß, das Spiel zu schauen. Und jetzt hat Hadilai den Ball, aber da wurde ihm den Ball abgenommen. Das ist auch schwierig, wenn man da als Alleiner gegen mehrere Abwehrspieler ran muss. Und jetzt Jeremino. Hadilai! Und der war knapp. Erste richtige Chance für German Suplex FC durch Hadilai. Und das sehen wir uns jetzt hier nochmal an. Ja, hat ein bisschen noch gefehlt, aber war bisher sehr gut von Hadilai. 24. Minute gleich 0-0 hier in der German Suplex Arena. Pedella jetzt zu De Lima. Schuck. Schuck gegen Hagemeister. Und der Ball über der Linie. Hagemeister hier mit dem Einwurf. Mit dem Schuck ja zuletzt rankam. Goldfinger. Hält. Ball abgeprallt an einem Eintracht-Spieler. Und deswegen jetzt Abora und Labi. Goncalves lässt sich den Ball abnehmen. Hält jetzt am Ball. Und das geht jetzt schnell. Jeremino gegen Abora. Aber da hat er keine Chance. Abora war doch schneller unterwegs. Jetzt geht alles richtig schnell hier zwischen den beiden Mannschaften. Ziemlich viele Passspiele, ziemlich viele Ablenkungen bzw. Störungen im Zweikampf. Und jetzt Goncalves am Ball. Der Taler! Ah! Wieder knapp gewesen ja von Depp Taler. Da sehen wir es nochmal über außen. Goncalves und dann Depp Taler wieder mal sehr knapp neben dem Kasten. Aber es würde mich nicht wundern, wenn er heute hier eventuell ein Tor macht. Aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Wünschen würde man es ihm auf jeden Fall. Jeremino hat sich jetzt hier den Ball abgenommen, beziehungsweise den Ball geschnappt. Ibrahim Hagemeister. Jetzt wieder Jeremino. Wird aber zu knapp. Schuck. Goncalves. Depp Taler, Labi, wieder Goncalves. Der Trainer sagt auch hier, was sie machen müssen. Hat man gerade diese Anweisungen gesehen mit dem Arm. Und jetzt Goncalves über links außen zu De Lima. Depp Taler, aber da war auch Lasa noch gewesen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Wer holt sich hier den ersten Schuss? Ja, das war überhaupt nichts. Goncalves konnte den Ball nicht retten. Und jetzt Dewald mit einem weiten, weiten Einwurf zu Ibrahim. Ibrahim gegen Labi im Zweikampf. Ibrahim lässt sich da aber auch wirklich die Zeit. Aber es hat gut funktioniert. Es hat gut funktioniert. Jetzt Jeremino am Ball. Jeremino, und das hat nicht so funktioniert. Ibrahim, Labi und Jeremino und Hadilai. Ach, schade. Roman Auskas war da schneller als Hadilai gewesen. Hätte
was werden können, eventuell. Jetzt kommt Calves am Ball. Reinhardt. Wieder Reinhardt. Kommt Calves. Ah. Die Eintracht hat jetzt wieder am Ball. Labi. Deptala Labi. Und Ibrahim, der mit dem Ball erstmal abbaut. Halilay gegen Abora. Oh, das war ein Foul. Das war ein Foul von Abora. Und das gibt eine gelbe. Ne, es gibt keine gelbe. Es gibt hier erstmal eine Ermahnung. Ne, das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich nicht in Ordnung. Muss ich sagen, da hätte man gelb geben müssen bei diesem Foul. Da hat er Glück gehabt. Und da geht wieder jemand zu Boden. Man hört es deutlich an den Fans. Aber eben nur eine Ermahnung. Das finde ich nicht in Ordnung, muss ich sagen. Und jetzt haben die Eintrachter hier die Chance, ein Tor zu machen. Und wieder wird die Chance nicht genutzt. Dann sehen wir es nochmal. Da war er komplett frei. Er hatte die Chance. Aber auch der Ball, der ging daneben. Und wie gesagt, eben hätte es eine Karte geben müssen eigentlich für das Foul. So sehe ich das zumindest. Aber es spielt jetzt eh keine Rolle mehr. Halilay jetzt. Halilay und Loth, der den Ball da gerettet hat. Eine Minute Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Larsa, Calabrese, Hagemeister. Calabrese hat zum Beispiel auch einer, den man heute noch gar nicht erwähnt hat. Halilay jetzt. Jeremino. Jeremino zieht einfach mal drauf, aber das war keine gute Idee. Da ist Ramonauskas und hat keine Probleme. Und wir waren schon über der Zeit. Und das hat jetzt auch der Schiedsrichter gemerkt. 0-0 nach 45 Minuten. Jetzt gibt es 15 Minuten Pause. Und dann sind wir gleich wieder hier. Und es geht weiter in der German Suplex Arena zu diesem Spiel. Es steht 0-0. Mittlerweile doch recht ausgeglichener, nachdem die Eintrachter in den ersten 15-20 Minuten mehr dominiert haben. Kamen dann aber German Suplex AFC und haben sich hier dann doch schon ein paar Chancen rausgespielt. Es ist aber auf jeden Fall ausgeglichen. Hier gibt es noch keinen glasklaren Favorit. Aber wer weiß, ob sich das hier nicht doch ändern könnte. Der Ball über der Linie. Und ja, ich konnte gerade leider nicht sehen, wer den Ball eingeworfen hat. Aber ich weiß jetzt, Goncalves hat den Ball. Deptala. Goncalves. Goncalves, aber der Ball weg. Labi jetzt am Ball. Palabi Dewald. Ball über der Linie. Es gibt Einwurf. Palabi macht's. Mal gucken, ob das irgendwas gebracht hat. Nein, Dewald holt sich den Ball hier. Und erstmal weg mit dem Ding. Denken Sie sich. Goldfinger jetzt. Halilay gegen Abora. Halilay versucht zwar beide alleine. Jetzt Ibrahim und der Ball weg. Goncalves, Labi. Ja, und Ibrahim wollte da den Ball sehr schnell haben, aber es hat nicht ganz funktioniert. Hält jetzt. Es gibt wieder einen Pfiff. Und wir schauen, warum. Ja. Abora gegen Held ist wirklich auch nur ein Freistoß wert. Bei der Karte ist das viel zu wenig gewesen. Der Ball über der Linie. War also kein allzu guter Schuss. Und die Frage, die sich für mich hier jetzt stellt, wer holt sich hier die Punkte? Aktuell, wie gesagt, wirklich ausgeglichen. Ich sehe ja keinen glasklaren Favorit, obwohl bei natürlich Eintracht dadurch als Zweitplatzierter in der Tabelle dann doch schon als Favorit ansehen kann, aber sie spielen hier nicht, als ob sie der hohe Favorit wären. Sie spielen hier auf einer Höhe mit German Suplex FC. Und das hier eine schöne Chance hier. Ah, sah zumindest
im ersten Moment danach aus. Aber dann ärgert sich Depp Thaler, dass daraus nicht mehr wurde. 60. Minute, jetzt gleich immer noch 0-0 und noch 30 Minuten auf der Uhr. Jetzt Depp Thaler, Abora, De Lima. Schuck, De Lima, der Ball, futsch. Geronimo jetzt. Aber da sind zu viele Eintrachter, die den Ball sich holen. Doch allerdings jetzt wieder German Suplex FC am Ball. Ibrahim. Geronimo, Goldfinger mit dem Schuss, aber der Ball abgeprallt. Depp Thaler jetzt am Ball. Goncalves. Depp Thaler. Labi, aber der bekam den Ball nicht. Geronimo jetzt. Und der Ball viel zu schnell für Alilay unterwegs. Den kriegt er nicht. Stand auch ein bisschen falsch. Da jetzt Goncalves am Ball. Labi und jetzt Labi. Und der war zu schnell für Depp Thaler. Larsa konnte den Ball sichern. Und jetzt Geronimo am Ball. Aber die Eintrachter, die versammeln sich beinahe schon um einen Spieler herum. Das ist schon unglaublich. Jetzt De Lima, der sich den Ball von Held abnehmen lässt. Und Abora, der jetzt am Ball ist. Schuck. De Lima. Schuck. De Lima. Labi. Und Larsa. Abora jetzt. Und jetzt dieses Hin und Her. Keiner will ihr wirklich den Ball schenken, aber es tun sie. Und es ist ein Hin und Her hier bei diesem Spiel. Und jetzt Geronimo, der braucht eine Anspielstation. Findet aber da keiner. Und dann der verzweifelte Schuss. Aber der brachte nichts. Jetzt Padilla am Ball. De Lima. Depp Thaler. Zu De Lima. Depp Thaler. Und Ibrahim zuletzt jetzt am Ball. Hagemeister. Geronimo und Abora, der sichert sich den Ball. De Lima. Schuck. De Lima. Depp Thaler. Und da ist das erste Tor in der Partie. Da ist das erste Tor. Und Depp Thaler macht's. Und der macht hier schön seine Rückwärtssaltos. Und eine schöne Rolle. Schönes Tor hier in der German Suplex Arena. Und der Favorit hat 3 Punkte vorerst sicher. Da sieht man's und da hatte Adelstein auch keine Chance, den Ball wirklich zu halten. Ne, da hatte er keine Chance. Und der Thaler dann hier natürlich mit dem Superjubel. Und es gibt einen Wechsel. Wielpütz kommt für Geronimo. Und Miles für Halilay im Sturm. Verstärkt man sich also. Und Wilke kommt für Labi bei den Eintrachtern. Also man hat sich hier bei German Suplex FC komplett umgeändert. Geronimo und Halila jetzt raus. Dafür Wielpütz und Miles im Sturm. Und jetzt gibt's Freistoß. Hab da nichts gesehen. Und der Schiedsrichter weiß es besser. Wielpütz jetzt. Hagemeister und Rammen Auskass. Und es gibt Ecke. Da sehen wir nochmal Wielpütz, Hagemeister und dann macht er hier, sorgt er dafür, dass hier kein Ball reingeht. Super Parade. Ecke und die macht Held für German Suplex FC. Der Ball kommt nicht schlecht rein, aber am Ende reicht es nicht. Jetzt Depp Thaler am Ball. Depp Thaler, Dewald holt sich den Ball. Und das war's auch schon wieder, denn De Lima hat den Ball. Padilla. Wieder De Lima. Und jetzt Hagemeister, der da schneller ist als De Lima. Ibrahim. Held. Wielpütz und Foul. Gibt das jetzt eine Karte? Das ist die Frage. Es gibt eine Ermahnung für Reinhardt.
Und da liegt Wilpix auf dem Boden. Also, dass es dafür keine gelbe gibt. Ich verstehe den Schiedsrichter da nicht ganz. Ich verstehe den überhaupt nicht heute. Und guck uns an für Padilla jetzt. Und Wilpix, der wird jetzt behandelt. Hoffentlich geht es ihm gut. Hoffentlich kommt er gleich wieder auf das Spielfeld. Da liegt er, den haben wir gerade gesehen. Hoffen wir wirklich, dass es nichts Böses ist. Und wie gesagt, an der Stelle nur eine Ermahnung zu geben, das finde ich wirklich untertrieben. Da hätte man wirklich eine gelbe Karte zücken müssen. Und ich habe mittlerweile gesehen, Wilpix ist wieder auf den Platz gerannt, spielt also weiter. Also keine Verletzung jetzt, worüber wir uns Sorgen machen müssten. Und ich glaube, in Sachen Fouls wird der Trainer von Eintracht Herrlich noch ein Wörtchen zu sprechen haben. Das war, wie gesagt, ein ziemlich hart ergangenes Foul. Wie gesagt, ich hätte da gelb gegeben, deswegen verstehe ich die Entscheidung vom Schiedsrichter an der Stelle nicht ganz. 3 Minuten Nachspielzeit. Alabi und Wilke Aluminium! Und dann funktioniert es nicht nochmal. Da sehen wir das Ganze nochmal. Da kommt der Pass und dann bums ans Aluminium. Dann nochmal die Chance, aber da ging er dann über die Linie. Und da regt sich Wilke auf, beziehungsweise er regt sich nicht auf, aber er denkt, scheiße, warum ging er da nicht durch? 2 Minuten in der Nachspielzeit hier noch. Und jetzt nochmal die letzte Möglichkeit gewesen für German Suplex FC. Aber die Chance ist weg und ja, es bleibt beim 1:0 für die Eintracht da. Das dachte ich mir auch schon und German Suplex FC muss weiter zittern. Es müssen Siege her für German Suplex FC. Ob die kommen, das sehen wir in den letzten 2 Bundesliga-Spieltagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.